Hallo und herzlich willkommen im Pechschwingenabstieg bei Atramedes, unserem blinden Drachenboss. Ja, es gibt einiges zu erklären und ich fange gleich jetzt auch mal an mit der Phase 1, weil sie gerade so schön im Bild ist. Und zwar fangen wir einmal mit dem Schallart Absuchen an. Und zwar sucht sich Atramedes einen zufälligen Spieler, den er mit einem Flammenarten verfolgen tut. Dieser Flammenatem richtet 19 bis 20 km Feuerschaden an. Ihr seht es jetzt gerade im Bild. Ihr solltet auf keinen Fall von ihm getroffen werden, weil euer Geräuschpegel erhöht wird und ihr natürlich den Schaden kassiert, den ihr nicht kassieren sollt, weil ihr dadurch auch sterben könnt. Ja, das nächste sind die sengenden Flammen. Die wirkt er, ich glaube, 20 Sekunden. Ihr seht es jetzt auch gerade, sengende Flammen, circa 20 Sekunden nach dem ersten Absuchen. Diese sengende Flamme, dieser Cast muss abgebrochen werden von einem Spieler, indem er diese Zwergenschilder im Hintergrund drücken tut. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr innerhalb von 5 Sekunden tot sein, aber allesamt. Also ihr müsst es unbedingt unterbrechen und dann die Gruppe auch wieder schnellstmöglich hochheilen. Ja, dann gibt's noch einmal die Modulation von ihm. Da erhöht er einfach euer Geräuschpegel immer um 7 und ihr kriegt dann nochmal 39 bis 41 km Schattenschaden. Das Ganze ist ein bisschen heilintensiv, besonders nach der sengenden Flamme kommt noch eine allgemeine Fähigkeit von ihm dazu, die sehr viel Schaden anrichtet. Nun befinden wir uns hier schon in der Phase 2, wie ihr sehen könnt. Hier wird ein Spieler auch verfolgt. Ist das gleiche wie in der ersten Phase, das Absuchen. Ihr seht es im Hintergrund. Ein Spieler wird verfolgt und muss dort seine Spezialfähigkeiten ziehen. Wie das Sprinten eben gerade von der Katze oder Nitro-Booster vom Inji und andere Fähigkeiten vom Schurken, das Sprinten und so weiter und so fort. Also ich denke, jeder, der seine Klasse spielt und kennt, der weiß, welche Fähigkeiten er nutzen kann, um diese Phase gut möglich zu überbrücken. Ein kleiner Tipp dazu, wir haben immer einen Spieler abgestellt, der das Zwergenschild drückt, sobald der erste Spieler, der das erste Mal abgesucht worden ist, keine Fähigkeiten mehr hat. Der drückt dann ein Schild und wird dann verfolgt von Atramedes und der Spieler hat dann bei uns viele Möglichkeiten, die Flugphase praktisch zum Ende zu bringen. Das heißt, es ist eine gewisse Zeit und der Spieler macht dann seinen Heldensprung, heldenhafter Sprung oder so heißt das beim Krieger, glaube ich. Dann sein Nitro-Booster und manchmal sogar noch, wenn wir einen Priester dabei haben, beziehungsweise wenn ich mit meiner Priesterin dabei war, haben wir noch den Glaubenssprung genutzt. Ja, dann gibt es da noch diese Sonarbomben. Das sind die kleine Schallwellen, die auf dem Boden sind und die man dann auch einfach nur ausweichen muss. Diese Schallwellen gibt es auch in der ersten Phase, das hatte ich eben gerade vergessen. Die kommen jetzt gerade aus ihm raus. Das sind, glaube ich, 3 oder 4, die in verschiedenen Richtungen rausgehen. Die müsst ihr einfach nur ausweichen, damit euren Geräuschpegel einfach nicht erhöht wird und Atramedes euch nicht besser orten kann. Ja, jetzt kommen wir noch zu den Allgemeinheiten. Wie schon eben gerade gesagt, gibt es hier 10 Zwergschilder, die ihr nutzen könnt, beziehungsweise nutzen müsst. Besonders für diese sengende Flamme, was ich eben gerade erklärt hatte. Ihr müsst, wenn diese sengende Flamme ist, einfach diese Schilder drücken, die ihr jetzt gerade sehen könnt, ganz gut. Die sind halt für euren Schutz da. Die könnt ihr auch benutzen, um euren Geräuschpegel wieder auf 0 zu setzen, falls ein Spieler zu viel vom Geräuschpegel hat, sollte dies auch gemacht werden, weil sonst der Spieler fehlt und wenn ihr keinen Battle Rest mehr frei habt oder den Battle Rest für was anderes aufheben wollt, klingt böse, aber ist halt so, solltet ihr die Schilder nutzen. Es sind 10 an der Zahl, also teilt sie euch gut ein. Ja, dann hat er diesen Schallflammenatem oder Schallflammen. Damit zerstört er einfach nur seine Schilder, beziehungsweise die Schilder, die ihr drücken tut und mehr kann das nicht. Ansonsten gibt es noch Vertigo.
Da werdet euer Lindarm 5 Sekunden lang um 50 erholt. Das kommt meistens nach der sengenden Flamme. Also es gibt einen gewissen Punkt, wo die Heiler ganz viel zu tun haben. Also könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, liebe Heiler, dass ihr manchmal echt ordentlich zu tun habt, die Gruppen wieder hochzuholen. Ansonsten gibt es halt nur noch diese Sonar Plus, die ich euch eben gerade schon erklärt habe. Wir haben uns hier aufgeteilt. Atremide steht in der Mitte. Zwei Gruppen links und rechts und die Fernkämpfer bzw. Nahkämpfer, Entschuldigung, sind an dem Boss dran, haben aber, der Boss hat eine gutes Radio, gute Hitbox. Das heißt, die Nahkämpfer müssen nicht ganz so nah an ihm ranstehen. Ja, unser Setup ist ein Tank und drei Heiler und sechs CDs. Ja, ansonsten gibt es auch nichts mehr zu sagen zu ihm. Es ist an sich kein schwieriger Boss, wie ich finde. Wenn man kontrolliert ihn spielt, mit Ansagen auch im TS arbeitet, ist der Boss eigentlich auf jeden Fall zu machen, auch wenn man random irgendwie mal unterwegs ist. Ja, das war's dann von mir und ich wünsche euch noch viel Spaß beim restlichen Anschauen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye bye. Das war ein richtig sauberer Kill. Könnt ihr in die Hände. Wieder. Hervorragend. Mein neuer Angriff. Ich glaube, das liegt daran, dass Kiyoshi mit war.